So, jetzt herzlich willkommen zur 25. Bundesschülerratstagung hier in Berlin. Der Titel der Tagung ist Gleichgültigkeit, solange wir nicht leiden. Als die Tagung losging am Freitag, kamen nach und nach immer mehr Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland hier bei uns an, haben sich angemeldet und dann ging es erstmal mit ein paar Kennenlernspielen los. Danach kam dann schon der erste Vortrag von Kirsten Larussi über verschiedene Projekte in Schulen für gegen Rassismus und für Vielfalt. Anschließend gab es noch Workshop-Einheiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten jeweils einen Workshop wählen, den sie dreimal während des Wochenendes besuchten, und eine Arbeitsgruppe. Am zweiten Tag gab es dann noch zwei weitere Vorträge. Einmal von Joschka Fleckenstein vom Zentrum für politische Schönheit. Er erzählte von verschiedenen Projekten, von dem aggressiven Humanismus, den das Zentrum betreibt, mit Kunst einfach auf Probleme in der Welt aufmerksam zu machen und auf eine sehr heftige Art und Weise, aber auch auf eine sehr wirksame Art und Weise. Also der Titel der Tagung, also Gleichgültigkeit, war für mich erstmal so ein bisschen, ja, was will man jetzt damit sagen oder was wird jetzt in der Tagung darüber besprochen, aber wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, ist mir ziemlich schnell klar geworden, dass es ein ziemlich tiefgehendes Thema ist, was auch in unserer Gesellschaft sehr tief sitzt, dass eben die ganze Gesellschaft ein bisschen in Gleichgültigkeit verfallen ist in den letzten Jahren. Und ja, man kann da sehr viel dazu erarbeiten und dann fand ich es sehr spannend. Viele super spannende Projekte, die vorgestellt wurden, bei denen hoffentlich jetzt viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitmachen oder eigene Projekte ins Leben rufen und irgendwie gucken, wie sie sich irgendwie für Dinge einsetzen, die ihnen am Herzen liegen. Einen weiteren Vortrag am zweiten Tag gab es von Johannes Soldere von der Gemeinwohlökonomie. Die Gemeinwohlökonomie beschäftigt sich mit der Frage, woran wirtschaftlicher Erfolg eigentlich gemessen wird, beziehungsweise haben ein Konzept erstellt, dass es nicht nur darum geht, Dinge möglichst günstig herzustellen, sondern unter welchen Bedingungen die Produkte produziert werden, wie umweltschonend oder umweltschädlich diese hergestellt werden und so weiter. Und all diese Aspekte in einer Skala quasi, also in einem Punktesystem unterzubringen, dass man Produkte damit markieren kann, je nachdem wie sehr sie zum Gemeinwohl beitragen bzw. dem Gemeinwohl schaden. In den Workshops gab es eine sehr vielfältige Auswahl dieses Jahr. Wir hatten sportliche Dinge von Karate über Diskussionsgruppen und Gesang, Cajon-Spielen, Percussion, alles Mögliche. Improvisationstheater ist auch jedes Mal wieder schön. Und am Ende des zweiten Tages, am Abend, gab es dann noch einen bunten Abend. Da konnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen, was sie wollten eigentlich, was sie können, was sie gerne machen, Musik machen, Gedichte vorlesen, irgendwas erzählen, was auch immer. Das ist echt jedes Mal wieder richtig schön. Also als ich so das erste Mal von der Tagung bzw. dem Thema gehört habe, war ich mir erstmal nicht so ganz sicher, was ich mir darunter vorstellen soll. Das ist ja schon so ein bisschen komplexeres Thema. Aber dann habe ich mir die Beschreibung durchgelesen und ich fand das echt cool. Und dann dachte ich mir, ja, ich mache da mal mit. Das ist auch meine erste Tagung. Ich finde es echt schön hier. Ich war von dem Thema positiv überrascht, weil ich das Thema sehr wichtig finde in unserer heutigen Gesellschaft, Gleichgültigkeit, weil sehr viele sehr gleichgültig sind und die Gesellschaft sich so verliert in der Gleichgültigkeit. Bei dieser Tagung war es das erste Mal so, dass es von Freitag bis Montag ging, anstatt von Freitag bis Sonntag. Das heißt, wir hatten einen ganzen Tag mehr. Diesen Tag haben wir dann auch noch mit anderen Programmpunkten gefüllt, die wir vorher noch nicht hatten. Zum Beispiel haben wir ein Initiativforum erfunden, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selber irgendein Projekt starten konnten, irgendwas anbieten konnten, eine Diskussionsgruppe, ein Flashmob, es ist ein riesen Flashmob entstanden, ein Rhythmie-Flashmob und solche Dinge, um schon mal als ersten Schritt irgendwie initiativ zu werden, irgendwie was anzuleiten und irgendwie mit einer Gruppe
irgendwas Schönes zu machen. Also beim letzten Mal, wo ich das erste Mal bei so einer Tagung war, da war es einfach Neugierde. Ich habe auch, die Hauptmotivation war eigentlich, dass ich in meinem Freundeskreis und auch in meiner Schule sehr vermisst, dass man sich für Politik und politische Themen stark interessiert und hatte halt einfach gehofft, dass ich das eben hier finde, dass ich hier Leute finde, die diese Einstellung oder die diese Relevanz dieser Themen auch wie ich sehe, dass es eben ja unglaublich wichtig für unsere Zeit ist, dass wir da uns mit beschäftigen. Und nach den letzten Tagen war einfach die Motivation, dieses Mal wieder hierher zu kommen, dass ich eben diese Leute gefunden habe, dass ich hier unglaublich hochpolitische Themen behandeln kann, dass ich da einfach meine Meinung äußern kann, dass ich verstanden werde, was ich eben so nicht unbedingt werde. Und dass ich hier unglaublich viele spannende Leute kennengelernt habe, dass ich viel mitnehmen kann für mich persönlich und dass ich einfach auch in gewisser Weise immer wieder Kraft aus diesen Treffen nehme, dass es für mich einfach ja, total aufbauend ist, dass man diese Tagung hier haben kann. Ja, was wie jedes Jahr oder wie bei jeder Tagung nochmal unglaublich besonders war so die Stimmung einfach, die herrschte während der Tagung. Einfach wie super sich alle verstanden haben, wie hilfsbereit alle sind, wie man einfach mit jedem, der irgendwo in irgendeinem Gang rumsteht, sofort ins Gespräch kommt, sofort Gesprächsthemen hat und einfach eine unglaubliche Offenheit herrscht. Das ist auch so das, was mich bei meiner ersten Tagung am meisten fasziniert hat und warum ich auch gedacht habe, okay, dazu möchte ich vielleicht beitragen und da selber das mitgestalten. Ja, das ist wirklich jedes Mal wieder ganz besonders. Immer wieder sieht man, wie tiefe Freundschaften entstehen, die dann oft auch lange noch halten, sich oft von einer Tagung zur anderen Tagung tragen, wenn die Leute weit voneinander entfernt wohnen. Und das ist jedes Mal was ganz Besonderes zu sehen, wie die Leute sich kennenlernen und wie man selber auch Leute kennenlernen kann, wenn man denn die Zeit dazu hat. Durch die Vorträge bekommt man meistens ein großes Spektrum an Gesellschaftskritik geboten. Ich lerne unglaublich viel über die Gesellschaft und deren Strukturen, einfach nur dadurch, dass ich eben höre, was wie läuft und was man dagegen oder was einzelne Leute dagegen machen. Und darauf schließe ich dann auf mich zurück. Wenn ich dann in den Vorträgen sitze, denke ich halt auch oft, da bist du jetzt selber auch nicht so gerade aktiv und da übe ich dann doch schon eine starke Selbstkritik an mir und kann aber gleichzeitig das eben auch, ich kann immer sagen, ja, die Gesellschaft ist ja genauso wie ich, aber das ist eben nicht der Ansporn, den ich haben sollte. Und deshalb ist das Verhältnis unmittelbar miteinander verwandt, weil man, wenn man über die Gesellschaft Kritik oder über die Gesellschaft, die Gesellschaft kritisiert, dass man einfach dabei direkt an sich auch denkt und auch denken muss und da selber reflektieren muss, dass man selber ja sehr viel selbst machen müsste und ja, dass es eben ja unmittelbar zusammenhängt. Mein erster Gedanke bei dem Thema war Flüchtlingskrise. Ich glaube, das war bei fast jedem so, weil das einfach so aktuell ist. Und ich habe mir so gedacht, ja, wir reden immer darüber, wie ist das hier bei uns in Deutschland? Jetzt kommen so viele Flüchtlinge, wie regeln wir das alles? Aber im Grunde müssen wir ja auch an die Themen, die halt da aktuell sind, die müssen wir uns auch angucken. Also sind das wirklich deutsche Waffen, die da hinkommen, mit denen Leute da erschossen werden und gefoltert? Und das hat sich bei mir einfach auch im Laufe der Tagung noch so mehr, ja, manifestiert, sage ich jetzt mal, dass wir darauf halt auch super krass gucken müssen und dass es viel darum geht, wie ignorant wir diesen Themen gegenüber sind, weil wir können super viel für Integration hier sein und Willkommensklassen machen, aber es ist wichtig, dass wir uns auch diese Fragen stellen, weil sonst kommt der nächste Krieg mit einer nächsten Flüchtlingskrise in, ich weiß nicht, ein paar Jahrzehnten. Im nächsten April wird in der Schweiz am Goetheanum eine internationale Schülertagung stattfinden. Zu dieser Tagung werden alle Waldorfschülerinnen und Waldorfschüler und auch Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen aus der ganzen Welt herzlich eingeladen. Letztes Jahr gab es schon mal eine Tagung, eine internationale Tagung, und das war einfach unglaublich, was da für eine Stimmung aufkam, wenn Waldorfschüler aus der ganzen Welt zusammenkommen und zusammen musizieren, zusammen diskutieren und sich Vorträge anhören und einfach
sich kennenlernen und einfach unglaublich viel Spaß zusammen haben. Das war wunderschön und ich freue mich riesig auf diese Tagung. Die wird mit Sicherheit nochmal genauso ein großer Erfolg. Wir freuen uns natürlich riesig, dass diesmal so viele Schülerinnen und Schüler zu der Tagung gekommen sind. Es waren diesmal über 200 Schülerinnen und Schüler. Das ist, seit ich zumindest in Vorstadt bin, ein neuer Rekord. Das ist unglaublich, wie sich das verbreitet. Wie viele Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland die Energie haben und die Motivation haben, so weit hier hinzufahren, um das Wochenende hier zu verbringen. Dafür sind wir unglaublich dankbar und freuen uns total, wie gut diese Tagungen ankommen und wie viele Leute einfach daran teilhaben möchten.